Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich vermische für meine Hintergrundbemalung das Payne's Grey und das Neutral Grau, um die angesagte Farbe Anthrazit zu erhalten. Nachdem ich die lückenlos aufgetragen habe, föhne ich sie wie immer erst einmal ganz trocken, damit ich anschließend mit meiner Rakeltechnik die erste Farbschicht beginnen kann. Ihr seht richtig, ich habe mich heute für eine kleine Plexiglasscheibe entschieden, mit der ich dieses Bild gestalten möchte. Die erste Farbschicht trage ich als Titanbuff Hell auf, weil ich finde, dass die Farben Anthrazit und Titanbuff Hell wunderbar miteinander zu kombinieren sind. Tatsächlich erfordert das Arbeiten mit meinem etwas ungewöhnlichen Rakelwerkzeug etwas Fingerspitzengefühl, aber ich denke, falls ihr das ausprobieren wollt, wird es euch genauso liegen, als würdet ihr mit einer Glättkelle oder mit einem Abzieher arbeiten. Wunderschön finde ich an dieser Stelle, dass man ganz genau sehen kann, wie sich die Farbe von meinem Rakelwerkzeug auf die Leinwand überträgt und teilweise auch das Titanbuff Hell bei dem Abziehen wieder aufgenommen wird. Nachdem ich das Titanbuff Hell aufgetragen hatte, habe ich meine Plexiglasscheibe gesäubert, um dann anschließend das dunkle Preußischblau aufzutragen. Und bei der zweiten Bahn mit dem Preußischblau habe ich darauf verzichtet, mein kleines Rakelwerkzeug zu säubern. Und deshalb entstehen jetzt die ersten wunderbaren Farbschlieren auf meinem Bild. Dann habe ich ein kleines Experiment gewagt. Ich habe zu dem Azugelb Mittel gegriffen und war mir aber völlig bewusst, dass es passieren kann, dass ich verschiedene Grüntöne erhalten werde, wenn sich das Gelb mit dem Preußischblau mischt. Manchmal nehme ich ja noch mehrere Farben für ein Rakelbild hinzu und hier hatte ich jetzt das Gefühl, nachdem ich die Farbschicht in Azugelb Mittel aufgetragen hatte, dass ich in jedem Fall noch einmal das Preußischblau auftragen möchte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon so das Gefühl, ich bin jetzt auf Jamaika oder in Brasilien. Ich glaube, das hat jetzt eher damit etwas zu tun, wie die beiden Flaggen der Länder aussehen. Und damit war ich dann auch gedanklich zum einen in der Karibik und zum anderen in Südamerika, dachte an Wasser und lange Strände. Und das hat mich dann doch noch zu einer Farbe greifen lassen, die ich auch wirklich gerne einsetze. Und zwar ist das das Perlblau. Und dieses Perlblau symbolisiert jetzt das Wasser, welches in der Karibik so verheißungsvoll glitzert. Ich beginne langsam vorsichtiger zu rakeln,
denn ich befinde mich langsam in der Ausarbeitung von Details, überlege, ob ich Farbe noch setzen möchte, überlege, das Rakelwerkzeug nicht zu säubern, um möglichst viele Farbanschlüsse zu haben. Und mir gefällt der momentan gelbe Horizont sehr gut. Und im unteren Teil des Bildes ist es eher blau und grün. Und deshalb rakel ich dann nur noch Akzente. Bei der Kamerafahrt über das noch nasse Bild habe ich im unteren Teil das Gefühl, dass ich mich im Wasser aufhalte, dann die Wasserlinie kommt und im oberen Teil sozusagen noch die Sonne scheint. Ich finde es sehr schön, wie diese Farbschlieren in eine Richtung laufen und dass teilweise der anthrazitfarbene Hintergrund und auch das dunkle preußisch-blau noch so wunderbar hervortreten. Im getrockneten Zustand sind die Acrylfarben immer etwas dunkler, als wenn sie gerade frisch aufgetragen sind. Aber in diesem Bild gefällt mir das alles sehr gut. Und ich bin froh, dass auch wieder dieser perlfarbene Schimmer der Farbe Perlblau so wunderbar in Erscheinung getreten ist. Dann zeige ich euch einmal das getrocknete und fertige Bild, wie es an der Wand hängt, und gehe mit der Kamera nochmal etwas heran, um euch die Details zu zeigen. Ich finde es wunderbar, dass auch noch die Struktur der Leinwand hervorscheint, und mir gefällt das Bild richtig gut. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören, ich danke vor allen Dingen, dass ihr so tolle Kommentare unter mein letztes Video geschrieben habt. Das hat mich sehr unterstützt und ich weiß, dass ihr die Videos und auch meine Bilder, die Farbauswahl sehr schätzt. Es zu lesen war aber nochmal ganz wichtig für mich. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.